Und dann können wir ja nachher nochmal... Oh, es gibt so viel zu tun heute. Also ich habe vorhin noch... Oh, jetzt geht's los. Ein Schläfchen gemacht. Man, wir können heute wieder... Du bist frisch und fröhlich. Ja. Ein Bitcoin, sehr gut. In der Straßenvilla, da weißt du. Der Bitcoin, so, der immer... Oh, hier kommt keiner, ne? Höchstens von vorne, aber... Nee, von vorne ist er. So, Fußborn, ne? Weißt du. Warte mal, ich schmeiß mir mal hier erstmal Schmerzmittel rein. Ach so. Ah, ich hab mein Schmerzmittel vergessen. Ey, hab ich das von euch nicht hingepackt, sag mal. So, willst du direkt rein? Was wollen wir machen? Ja, klar. Ich will doch hier nicht jetzt warten, direkt bis es... ja, direkt. Wir müssen auch von rechts jetzt aufpassen, habe ich auch schon mal, wurde ich ja, auch schon ja, mal beschossen. Von beiden Seiten, von rechts und links. Das ist jetzt eigentlich ein äußerst ungünstiger Zugang hier. Ja, muss schnell sein. Und drinnen kann ja natürlich auch schon einer entgegenkommen. Was? In Adrenalin. Zeit ist Geld. Wollen wir uns ins Scaff? Ins Scaff? Wo bist du jetzt? Hab mich schon gesehen. Nicht doch meine Scaffs erschießen! Ach so, du brauchst die oder was? Na, hab ich dir doch schon die ganze Zeit erzählt. Du fragst mich noch wo? Ich dachte auf Küste. Nee, ist egal. In Küste habe ich ja bloß gesagt, weil ich. Weil du Küste musst und ich sag, ja, okay, komm ich mit. Ach Scaffs so. Kann man überall erschießen. Sorry. Ja, Kerl, Alter. Ja, Kerl. Ich hab einfach den erschossen. Ja, ich hab's gesehen. Der sah böse aus. Ich hab gedacht, der will dich ärgern. Naja, wer das weiß, wozu es gut war. Vielleicht hätte er mich sonst nie gemietet. Ja. Wie eine Mutter. Das war einfach fürsorgepflicht. Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Ja, danke. Du hast beim Schießen so traurig ausgesehen. Ich sehe immer traurig aus beim Schießen. Spieler? Ach nee. Nee. Es gab, der kam aus unserem Ding raus. Hier. Ja, genau. Direkt um die Ecke ist er. Kannst ihn erschießen. Ich hab alle wegen daneben geschossen. Ich komme zurück. Hast du? Ja. Ich hoffe, ich habe auch Thorax in den Thorax geschossen. Oh, direkt vor uns, ja. Ja. Da ist Carmike. Was ist da? Carmike? Mikey, das ist griechisch und bedeutet Halligalli. Ah, okay. Falls jetzt die Frage kommt, nein, ich bin kein Grieche. Ich hatte in der Tat diesen Satz schon formuliert. Freunde. Ich hatte griechische Freunde, die haben immer gesagt, lass uns mal Kamaiki machen gehen. Okay, ich wollte dich schon Costa nennen. So, ich... Ich glaube, wir müssen jetzt dahinter. Du glaubst. Ja, so ist, wenn ich den Laden sehe, weiß ich's, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, wo er ist. Was für ein Führer. Hört sich dumm an, ist es auch. Also auf Deutsch gesagt, wir müssen jetzt uns hier einfach mal, um Laden zu laden. Ja. Begeben, weil der Matze so vollmundig gesagt hat, er kennt sich aus. Kennt er ja auch. Aber so richtig halt nicht. Dann müssen, falls. Ja, dann kann sein, dass wir noch eine Krappe vor müssen. Wir müssen wieder zurück. Im Ernst? Ja. Ich sehe, der Herr ist not amused. Schon aufgegeben. Das war die Runde deines Lebens, glaub mir.
Siehst du? Schon hat er Loot gefunden. Ach, da ist ein Scheiß drin. Da hat sich doch schon gelohnt. Da ist einer Spieler vor uns. Ja? Ja. 12 Uhr. Guck mal rechts rüber. Ja. Ich hatte schon. Ich hab ihn. Du bist hinüber, sagst du? Ja, ich wusste halt nicht, wo er ist. Ne? Das war die Runde deines Lebens, glaub mir. Dann, just in dem Augenblick hat er mich im Visier gehabt. Ich hab doch gesagt, 12 Uhr. Nee, das war nicht 12 Uhr, das war 2 Uhr, wo der gepiekt hat. Bei dir dann? Nö, also von mir aus war's. Nee, bei dir, ich hab von dir aus war das 2 Uhr. Oder was? 1 Uhr. 12 wäre geradeaus gewesen. Also 1 ja, Uhr. Drauf, der war ja gleich. Also ich würde sagen, es war 12.45 Uhr. Er legt es ja wieder direkt auf die Goldwaage. Also, das war ja unsere ungefähre Richtungsangabe. 20 Uhr passt, also wunderbar. Lass uns da erstmal hier rauskommen. Also, mich meine ich. Und bei dir ist der Zug ja schon abgefahren. Also, du brauchst ja dann nochmal die Bücher. Also, wenn ich jetzt heil rauskomme und die Bücher habe, würde ich mit dir halt nochmal reingehen, wenn du es brauchst. Nee, das kann ich auch irgendwann anhalten. Passt. Okay. So ist das Leben. Es gibt nichts geschenkt. Ja. Auch auf das Exchange nicht. Nee. Ist auch gut so, ich will gar nichts geschenkt haben. Wenn ich was geschenkt haben wollen würde, würde ich cheaten. Lass sehen, was haben wir Sportsfreund? Uiuiuiui. Gut gemoddete AKMN. Level 46 war er. Der Gute. Ja, der hat wieder durch gute Sachen geschossen. Und die Pistole ist auch richtig geil. Ich wette mit dir, da ist SP-13 drin. Aha. Da wette ich mit dir. Hey. Ich verkacke und dieser Buchladen muss doch hier irgendwo sein. Jetzt muss ich nochmal. Das ist so geil. Ich kenne mich da aus, komm. Eigentlich dachte ich, ich kenne mich aus. Aber du weißt, eigentlich versaut den Satz, ne? Eigentlich. Mega Loot. Du lässt es einfach liegen. Was, wo denn? Wo Flugzeug. Ach so. Ich habe ja nicht gesehen, wo es runtergekommen ist. Höre ich da Müdigkeit? Bitte. Nee, entspannt bin ich, entspannt. Angenehm, okay. Entspannt. Ich wollte noch so ein Skeff. So. Jetzt weiß ich wieder nicht. Mann! Ich muss doch nochmal auf Dings gucken. Matze, unser Schäfer, komm mit, ich zeig dir das, wo es ist. Deine Stamina wird jetzt gleich den Bach runtergehen. Ich hab's. Ich hab's. Endlich! Ich musste bloß mal kurz zurück, dann hat das geleuchtet. Scheißhaus. So, jetzt muss ich nur noch hinten runter. Svenin, das ist doch schon mal was. Du warst auf Customs oder Zollgelände? Ich dachte, sie wusste, hätte ich meine Goldketten noch mitnehmen können. Ich Trottel. Die Goldkettchen.
Mhm. So, jetzt geht ja die nächste Sucherei los. Es geht weiter. Da kommt noch ein Scav. Wie sieht er mich? Schießt mir noch die Fresse weg. Und dann sich verpissen. Das sind die richtigen. Ja, die Skeps sind nett geworden. Und jetzt muss ich nochmal gucken, in welchem Drecksregal. Alter, ich. Ist er wieder, Alter. Ist er wieder der Mann, die Frauen vertrauen. Ist er denn? Ist er noch zu retten, Junge? Mir reicht's. Jetzt knall ich den ab, den Idioten. Skeff-Spieler. Dieser Idiot lebt auch noch. Wer denn? Scheiß Kev-Spieler. Na, das Kev. Freunde gefunden. Ja. Hast du wieder Freunde gefunden fürs Leben? Hm. Das sag ich dir. Ich will doch bloß ein scheiß Buch abholen, Menschenskind. Geht mir doch die. Schießt er mir den Arm weg, dieser Vollidiot. Glaubst du das? Na, die meint's ernst.
Wo soll denn jetzt wieder hin? Da lässt mich ja mein scheiß Buch nicht nehmen. Wer, der Skeff oder was? Ja. Ja, die mögen dich. Das ist Liebe auf den zweiten Blick. Jetzt ist er weg. Du willst mich doch verarschen. Alter. So, jetzt flicke ich mich zusammen. Dann geht's ab to Hus. Ja. Zeit.